Merhaba, Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden parken, schieben, ziehen, brauchen fiillerini göreceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, nişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz parken. Park etmek durmak anlamına geliyor. Präsens, ich parke. Ben park ediyorum. Ich parke. Ich parke. Präteritum, ich parkte. Ben park ediyordum, park ettim. Ich parkte. Ich parkte. Perfekt, ich habe geparkt. Ben park ettim. Ich habe geparkt. Ich habe geparkt. Tekrar edelim. Ich parke. Ich parke. Ich parkte. Ich parkte. Ich habe geparkt. Ich habe geparkt. Futur 1. Ich werde parken. Ben park edeceğim. Ich werde parken. Ich werde parken. Futur 2. Ich werde geparkt haben. Ben park etmiş olacağım. Ich werde geparkt haben. Ich werde geparkt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geparkt. Ben park etmiştim. Ich hatte geparkt. Ich hatte geparkt. Tekrar edelim. Ich werde parken. Ich werde parken. Ich werde geparkt haben. Ich werde geparkt haben. Ich hatte geparkt. Ich hatte geparkt. Örnek cümlemize geçelim. Da es sicherer ist, parke ich mein Auto immer im Parkhaus. Daha emniyetli olduğu için arabamı her zaman otoparkta park ediyorum. Tekrar edelim. Da es sicherer ist, parke ich mein Auto immer im Parkhaus. Da es sicherer ist, parke ich mein Auto immer im Parkhaus. Diğer bir fiilimiz schieben. Bir şeyi itmek anlamına geliyor. Schieben fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, ich schiebe. Ben itiyorum. Ich schiebe. Ich schiebe. Präteritum, ich schob. Ben itiyordum, ittim. Ich schob. Ich schob. Perfekt, ich habe geschoben. Ben ittim. Ich habe geschoben. Ich habe geschoben. Tekrar edelim. Ich schiebe.
Ich schiebe, ich schob, ich schob. Ich habe geschoben, ich habe geschoben. Futur bir, ich werde schieben. Ben iteceğim. Ich werde schieben. Ich werde schieben. Futur iki, ich werde geschoben haben. Ben itmiş olacağım. Ich werde geschoben haben. Ich werde geschoben haben. Plusquamperfekt, ich hatte geschoben. Ben itmiştim. Ich hatte geschoben. Ich hatte geschoben. Tekrar edelim. Ich werde schieben. Ich werde schieben. Ich werde geschoben haben. Ich werde geschoben haben. Ich hatte geschoben. Ich hatte geschoben. Örnek cümlemize geçelim. Er schiebt sein Fahrrad nach Hause, weil es einen Platten hat. Lastiği patladığı için bisikletini eve itiyor. Tekrar edelim. Er schiebt sein Fahrrad nach Hause, weil es einen Platten hat. Er schiebt sein Fahrrad nach Hause, weil es einen Platten hat. Diğer bir fiilimiz ziehen, bir şeyi çekmek, sürüklemek anlamına geliyor. Ziehen fiilinin bunun yanı sıra birçok başka anlamları da var. Ziehen fiili hem sein hem haben yardımcı fiilleriyle çekimleniyor. Buna göre perfect, futur 2 ve plusquamperfect zamanlarında yardımcı fiilimiz ve dolayısıyla da fiilin anlamları değişiyor. Bu dersimizde bu fiilimizi detaylı olarak örnekleriyle işleyeceğiz. Ayrıca ziehen fiili düzensiz bir fiildir. Präsenz, ich ziehe. Ben çekiyorum. Ich ziehe. Ich ziehe. Präteritum, ich zog. Ben çekiyordum, çektim. Ich zog. Ich zog. Perfekt. Ich habe gezogen. Ben çektim. Ich habe gezogen. Ich habe gezogen. Tekrar edelim. Ich ziehe. Ich ziehe. Ich zog. Ich zog. Ich habe gezogen. Ich habe gezogen. Futur bir, ich werde ziehen. Ben çekeceğim. Ich werde ziehen. Ich werde ziehen. Futur iki, ich werde gezogen haben. Ben çekmiş olacağım. Ich werde gezogen haben. Ich werde gezogen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gezogen. Ben çekmiştim. Ich hatte gezogen. Ich hatte gezogen. Tekrar edelim. Ich werde ziehen. Ich werde ziehen. Ich werde gezogen haben. Ich werde gezogen haben. Ich hatte gezogen. Ich hatte gezogen. Örnek cümlemize geçelim. Als Kind zog mein Bruder mir immer an den Haaren. Çocukken erkek kardeşim hep saçımdan çekerdi. Tekrar edelim. Als Kind zog mein Bruder mir immer an den Haaren. Als Kind
zog mein Bruder mir immer an den Haaren. Diğer bir örnek cümlemiz, die Zahnärzte ziehen erst dann einen Zahn, wenn er nicht mehr behandelt werden kann. Diş hekimleri ancak bir diş tedavi edilemediği zaman dişi çekerler. Tekrar edelim. Die Zahnärzte ziehen erst dann einen Zahn, wenn er nicht mehr behandelt werden kann. Die Zahnärzte ziehen erst dann einen Zahn, wenn er nicht mehr behandelt werden kann. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ziehen fiilinin birçok başka anlamı var. Örneğin burada taşınmak, gitmek, göç etmek anlamına geliyor. Ziehen fiili burada yardımcı fiil sein ile çekimlenmiştir. Präsens, ich ziehe. Ben göç ediyorum. Ich ziehe. Ich ziehe. Präteritum, ich zog. Ben göç ediyordum, göç ettim. Ich zog. Ich zog. Perfekt, ich bin gezogen. Ben göç ettim. Ich bin gezogen. Ich bin gezogen. Tekrar edelim. Ich ziehe. Ich ziehe. Ich zog. Ich zog. Ich bin gezogen. Ich bin gezogen. Futur 1. Ich werde ziehen. Ben göç edeceğim. Ich werde ziehen. Ich werde ziehen. Futur 2. Ich werde gezogen sein. Ben göç etmiş olacağım. Ich werde gezogen sein. Ich werde gezogen sein. Plusquamperfekt. Ich war gezogen. Ben göç etmiştim. Ich war gezogen. Ich war gezogen. Tekrar edelim. Ich werde ziehen. Ich werde ziehen. Ich werde gezogen sein. Ich werde gezogen sein. Ich war gezogen. Ich war gezogen. Örnek cümlemize geçelim. Er zog letztes Jahr mit seiner Familie zusammen nach Deutschland. Geçen sene ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti veya taşındı. Tekrar edelim. Er zog letztes Jahr mit seiner Familie zusammen nach Deutschland. Er zog letztes Jahr mit seiner Familie zusammen nach Deutschland. Diğer bir örnek cümlemiz, die Vögel ziehen im Herbst in den Süden. Kuşlar sonbaharda güneye göç ederler. Tekrar edelim, die Vögel ziehen im Herbst in den Süden. Die Vögel ziehen im Herbst in den Süden. Farklı bir örnek cümlemiz, burada fiilimizin anlamı da daha farklı. Du musst aus deinen Fehlern eine Lehre ziehen. Hatalarından bir ders çıkarmalısın anlamına geliyor. Du musst aus deinen Fehlern eine Lehre ziehen. Du musst aus deinen Fehlern eine Lehre ziehen. Diğer bir fiilimiz brauchen. İhtiyaç duymak, gereksinim duymak, gereksinmek anlamına geliyor. Präsens, ich brauche. Ben ihtiyaç duyuyorum. Ich brauche. Ich brauche. Präteritum, ich brauchte. Ben ihtiyaç duyuyordum, duydum. Ich brauchte. Ich brauchte.
Perfekt. Ich habe gebraucht. Wann ihtiyaç duydum? Ich habe gebraucht. Ich habe gebraucht. Tekrar edelim. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauchte. Ich brauchte. Ich habe gebraucht. Ich habe gebraucht. Futur bir, ich werde brauchen. Ben ihtiyaç duyacağım. Ich werde brauchen. Ich werde brauchen. Futur iki, ich werde gebraucht haben. Ben ihtiyaç duymuş olacağım. Ich werde gebraucht haben. Ich werde gebraucht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gebraucht. Ben ihtiyaç duymuştum. Ich hatte gebraucht. Ich hatte gebraucht. Tekrar edelim. Ich werde brauchen. Ich werde brauchen. Ich werde gebraucht haben. Ich werde gebraucht haben. Ich hatte gebraucht. Ich hatte gebraucht. Örnek cümlemize geçelim. Ich brauche mehr Zeit, um meine Hausaufgaben zu machen. Ödevimi yapmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorum. Tekrar edelim. Ich brauche mehr Zeit, um meine Hausaufgaben zu machen. Ich brauche mehr Zeit, um meine Hausaufgaben zu machen. Diğer bir örnek cümlemiz. Ich brauche etwas Geld. Kannst du mir bitte 100 Euro leihen? Biraz paraya ihtiyacım var. Lütfen bana 100 Euro ödünç verir misin? Tekrar edelim. Ich brauche etwas Geld. Kannst du mir bitte 100 Euro leihen? Ich brauche etwas Geld. Kannst du mir bitte 100 Euro leihen? Bu dersimizde parken, schieben, ziehen, brauchen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.